Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Jetzt neu im Piratenlook. Warum auch immer. Ich finde es übrigens witzig, dass man mein Hintergrundbild immer kurz sieht, wenn das Spiel startet. Ja. Witziges Phänomen. So wie als wenn OBS denkt, das Fenster ist schon da, obwohl es noch gar nicht da ist. Oder das Fenster ist schon da, aber es zeigt noch nichts an, weil Composite-Ding. I don't know. Whatever. Auf jeden Fall seltsam. Aber witzig. So. Wir brauchen neue LKWs. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt letztens Stuff gekauft. Wie viele Volvos haben wir? Wir haben gerade mal 10 Volvos. Wow. Na gut, dann hat sich die Frage bereits geklärt. Dann kaufen wir als nächstes wieder Volvos. LKW-Händler. Volvo! Und der Koffer, genau. So. Flotten Configuration. Ich würde mal sagen, wir holen uns die einfach, ne? Macht Sinn. Vor allem preislich macht Sinn. Kaufen. Down. Warte, da muss man was runterscrollen, muss ich. Schlimm. Wäre cool, wenn er hier in der Ansicht nicht immer da springt, wo wir gerade sind, sondern da, wo wir zuletzt einen LKW gekauft haben, also zuletzt einen LKW abgestellt haben. Das macht die Massenproduktion einfacher. Oder den Massenkauf von massentauglichen LKWs. Oh, und noch den blauen. Easy. Hier kosten wenigstens alle gleich viel. Ja, wir können 3 Kredite zurückgeben. Arbeitsagentur. Wie sieht es eigentlich aus mit... Ich habe jetzt letztens ein paar Männer mehr als Frauen. Ich glaube, wir machen diesmal einfach eine Frauenwerkstatt. Let's go. Einfach so eine... Ja, weiß nicht. Frauenwerkstatt halt. Ja, hier. Let's go. Wollen wir erstmal gucken, ob wir hier welche haben mit Fernfahrer, weil die haben beide keinen Fernfahrer. Was sehr bedrückend ist. Wow. Das sind nicht viele. Und keiner der Frauen hat Fernfahrer. Wollt ihr mich verarschen? Leute, wie soll ich so arbeiten? Ich meine, wie soll ich... Leg mich am Arsch halt nicht. Was war's mit der Frauenquote? Frauen sind gestorben. Na, mal. Ja. Let's go. Wobei, wieso nehme ich den? Den hier. Der hat Fernfahrt schon 2. Andererseits, warte mal kurz. Meine ich doch, der macht mehr Sinn. Auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, wegen hochwertiger Fracht, weil er hat hier schon einmal Fernfahrt und zweimal hochwertige Fracht. Das heißt, ich glaube, der verdient schon pro Job mehr, weil den zweiten... Ich nehme einfach den. Let's go. I don't know. Immer so die Frage, was wie wertvoll ist. Siehst du, er kommt eher dran. Let's go. Und wieder ein mit immerhin zweimal Fernfahrt. Ah ne, der ist nur einmal Fernfahrt. Gut. Easy. Bank. Können wir 3 zurückzahlen? Und Auftrag. Tja, wir haben noch 4 Folgen. Wenn wir nochmal ein bisschen rumspeeden, dann könnten wir nochmal so... Oh, Alter, 350.000. Holy Wackamoly. Warum kommt so ein Auftrag jetzt? Jetzt, wo wir nur noch 4 Folgen haben. Ihr wollt mich doch ficken. Ja, die 4000 Kilometer ist definitiv zu viel. Ich schaffe pro Folge keine 1000 Kilometer. Das könnt ihr definitiv abschminken. Jetzt wollen wir jetzt weiter hinten blättern hier. Jetzt, das ist auch ein schöner Auftrag. Da haben wir 1800 Kilometer.
Das wären etwas über 400 Kilometer pro Tag. Das klingt auch machbar. Allerdings haben wir genau die Strecke jetzt vor kurzem erst gefahren, ne? Hier haben wir wieder das neue Gebiet, haben wir auch vor kurzem erst. Das ist definitiv wieder zu lang, 2500 Kilometer. Das ist schon wieder fast zu kurz. Ja, ich glaube, nehmen wir doch den hier. Der, genau, der passt. Wobei hier unten extrem viele Mautstellen sind, ne? Hier unten ist eine Mautstellenfalle und hier oben. Also quasi. Ne, hier die Grenze selber, da, ne gut, hier führt doch keine Straße lang. Aber die Straße, die oben lang führt und die Straße, die unten lang führt, die sind haufenweise Mautstellen. Keine Ahnung, was das Spanien für Probleme hat mit Europa. Irgendwie trauen die Europa nicht über den Weg oder sowas. I don't know. Auf jeden Fall eine einzige Katastrophe. Da oben langfahren? Könnte man machen. Was gibt's denn noch so? Irgendwelche schönen Strecken, die mir in Auge springen? Vor allem nur noch medizinischer Impfstoff, ja? Alter. Holy Wackamoli. Gott, wie viele Seiten gibt's? Ah, okay. Dachte schon. Wie viele Seiten gibt's denn hier? Aber alles medizinischer Impfstoff. Holy Wackamoli. Das ist schon heftig. So, was ist denn das letzte mit 81? Hier ist schon 79. Das heißt, du bist der letzte mit 81. Ja, ich würde sagen, eine von den beiden Strecken. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen einfach die Strecke. So. Schnellreise. Der fällt von dem Waffen jetzt so. Weil die hängen beide auf so direkt zusammen. Kann ich überhaupt einen von den beiden auswählen? Ach, gar nicht, das ist da hinten. Oh. Oh, ich habe beinahe vollkommen falsch gestartet. Oh mein Gott. Eigentlich habe ich nochmal nachgeguckt. $3.600, ey. Heilige Scheiße. Achso, Anni, schlafen müssen wir nicht, wir sind ja gerade mit der Fähre gefahren. Auf geht's. Und davor erst dreimal geschlafen. So. Rechts ab. Ich mache erstmal Musik an. Was hältst du denn davon? Wo kommst du denn her, Junge? Aus dem Weg? Sonst klatscht es. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Boah, da ist aber schon eine große Brücke. Kann man da rüberfahren? Nee, ne? Nee, ist keine befahrbare Brücke. Keine Be Sprache lernen, Bubble. Keine befahrbare Brücke.
Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Oh, zwischen zwei Aufliegern. Ah, das ist ja unangenehm. Also was jetzt auf jeden Fall bei der neuen Skybox richtig hart auffällt, ist dieser Sternhimmel. Dass die Sterne wirklich richtig leuchten. Also da richtig so einen leichten Glow-Effekt. Vor allem richtig schön konzentrierte Materie. Du siehst dazu sogar, okay, ist gerade verdeckt, hier an der Stelle, Sternzeichen. Ich weiß ja nicht, was für ein Sternzeichen das ist, aber es sieht aus wie eins. Ja, sorry, ich bin nicht so der Sternzeichen-Typ. Ich weiß, dass ich als Sternzeichen ein Hatsune Miku bin. Aber das war doch schon alles. Gesprochen wie ein AfD-Politiker. €330. Ja, das Problem ist halt, was wir denn letztens, wo ich meinte, warum immer mal so andauernd nur so kleine Kleckerbeträge aufkommen. Naja, wir haben halt relativ viele neue Mitarbeiter. Und ja, die haben halt zum einen nur Kleckerbeträge
Und zum anderen, dadurch, dass sie halt so Kleckerfahrten machen, sind sie mit ihren Strecken auch immer relativ schnell fertig. Und deswegen tauchen sie natürlich auch dadurch häufiger auf. Weil eben die ganzen Mitfahrer, die wirklich riesige Aufträge machen, dadurch, dass es halt riesige Aufträge sind, wo man auch ordentlich Schotter bekommt, brauchen die aber auch ewig. Und dementsprechend tauchen die dort unten selten auf. Ich meine, erklärt jetzt nicht, warum Philipp letztens nur so einen Puppelbetrag hatte. Aber es erklärt zumindest, warum insgesamt dort so viele Puppelbeträge auftauchen. Mal links, Junge. Ja, alle hassen mich. Und die Autofahrer ist recht.
Funktioniert das hier mit dem Luftschatten? Aber okay, 430. Na weit. Bitte rechts halten. Woher weiß ihr das? Woher weiß ihr, dass ich hier parken möchte? Maggie. Na dann, soll es das für diese Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann.